Eine Selbsthilfegruppe kann, ich glaube, zuallererst das Gefühl geben, man ist nicht alleine. Also es gibt noch andere, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und dass sie auch wissen, dass sie willkommen sind und auch mit Leuten reden können, die jetzt keine Ärzte oder keine Eltern sind. Auf jeden Fall einen ganz wichtigen Beitrag zur Krankheitsverarbeitung, Krankheitsbewältigung beitragen. Gerade so im Anfangsstadium, wenn man die Diagnose frisch bekommen hat. Die Beruhigung, das Wissen, dass da immer noch andere sind und dass die Sachen gemacht haben, wo man nie gedacht hätte, dass das irgendwann mal mit der Erkrankung möglich ist oder wo man selber vielleicht auch mittlerweile Erfahrung gemacht hat und sich getraut hat, noch einen Schritt mehr zu gehen. Sprecht die Leute immer direkt an. Also wir haben einfach gemerkt, die meisten sind bei uns zu uns hingekommen und bei uns auch quasi hängen geblieben, wenn wir sie direkt angesprochen haben. Ein Themenaustausch, neue Erfahrungen, vielleicht im Alltag, im Privatleben, im Beruf. Wie kann ich mich besser strukturieren mit den Problemen, die ich habe? Wenn es möglich sein sollte, an dem Wochenende immer ein Thema, auf dem wir reden können, vielleicht ein Workshop, vielleicht ein Vortrag. Dann, dass wir abends was machen, dass wir zusammen die Mahlzeiten, dass wir zusammen essen und dass wir auch halt in der Gruppe was machen können. Versucht, die Arbeit und den Spaß immer in der Balance zu halten. Schaut, dass ihr euch in interessanten Städten trifft, dass alle dorthin kommen können, dass für die einen nicht der Weg zu lange ist oder dass die Barrierefreiheit ist wichtig. Ich glaube, wenn es dann zu sehr Richtung Therapie geht, also dass einzelne Mitglieder andere Mitglieder dann therapieren sollen oder dass es erwartet wird, das ist dann schwierig. Wenn die Leute auf einen zukommen später und sagen, hey, das hat mir echt geholfen und einfach die Dankbarkeit, einfach das nicht mal sagen, sondern einfach die zeigen schon, das ist einfach schon ein schönes Gefühl, dass man das richtig macht. Man muss sich nicht verstellen. Also man kann so sein, wie man ist. Man muss sich nicht erklären, man muss seine Symptome nicht erklären, die vielleicht für die Außenwelt manchmal unverständlich sind, sondern man ist da unter Gleichgesinnten. Dieser Austausch, diese Gemeinschaft, ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, was die Selbsthilfe erst als erstes leisten kann.